Moin Moin, hier wieder Alex von Akrifilz Filmecke und ja, heute geht's weiter mit Overview Teil 4 meiner Filmsammlung und ja, nehme ich euch doch mal gleich mit. So, man sieht hier wieder ein vollgestelltes Regal. Wie gesagt, das sieht nicht so schön aus wie bei manch anderen Leuten, aber ich fange, glaube ich, mal hier unten einfach an und zwar erstmal mit den Filmen, die hier oben sind. Ne? Hole ich die Truppe erstmal runter. Hier haben wir Big Trouble in Little China. Natürlich auch wieder ein Klassiker und ein sehr cooler Film. Hier die Al Pacino Box mit Scarface, Der Duft der Frauen, Das schnelle Geld, Scarface grandios, Duft der Frauen, meiner Ansicht nach auch wirklich geil, Das schnelle Geld, naja, das muss ja drin sein oder so ein 0815 Film. Ja, hier die Robert De Niro Box oder Collection macht das besser, Cup der Angst, absolut fucking grandioser Film, Casino, absolut grandios, wen wundert's, wenn man bedenkt, wer da Regie geführt hat. Sleepers fand ich als Kind immer sehr cool und ist auch heute noch ein sehr cooler Film, ne, aber natürlich nicht ganz so ja, tiefgründig, wie man teilweise denken mag. Ja, es war einmal in Amerika, hier auch schön mit dem super langen Cut, grandioser Film von Sergio Leone. Und es geht weiter mit Qualität, ne? The Revenant, Leonardo DiCaprio kriegt endlich einen Oscar und ja, der Film, nicht sein bester, aber definitiv ein cooler Survival-Film. Mystic River, ne, von Clint Eastwood, auch wieder ein absolut grandioses Teil. Ne, muss mal gucken, das ist hier weniger Dings, weniger reflektiert. Grandioses Drama, kann ich nur jedem empfehlen. Dann haben wir hier King of New York, ne, auch ein Klassiker des Gangsterfilms, nicht ganz so großer Klassiker wie einige andere, aber definitiv sehenswert. Prisoners, ja, knallhartes Drama von, oder Thriller-Drama von Denis Villeneuve, cooler Film, definitiv. Hier wieder ein ganz großer Klassiker des Gangsterfilms, Goodfellas, braucht man nicht viele Worte drüber verlieren, fantastischer Film. Und hier dann Road to Perdition, auch cooler Gangsterfilm mit Tom Hanks. Macht durchaus was her. So, und dann geht es hier erstmal weiter mit Kage Musha. Klassiker von Akira Kurosawa. Kurosawa, gutes Ding. Nicht sein bester, aber gutes Teil. Genauso wie Last Samurai. Ne? Sicherlich nicht der beste Samurai-Film, aber einer der Filme mit Tom Cruise, die wirklich auch beweisen, dass epische Hollywood-Action, ne, durchaus sehr interessant sein kann. Wow. So. Hier dann Robin Hood und Gladiator. Gladiator natürlich Klassiker, großartiger Film. Robin Hood, gar nicht so schlecht, wie manche immer tun. Minbala, ja, ein asiatischer Film über die Mongolen, ist in Ordnung, dass der Official Entry für die Oscars 2013 war. Ne? Minbala, Krieger der Steppe, war gut. Ne? Nicht so klasse wie einige andere, aber definitiv nicht schlecht. Wow. Ironclad, ganz netter Actioner, ne, bis zum letzten Krieger. Ne, also, ne, ob es jetzt ein Braveheart-mäßiges Blutbad ist, ne, durchaus ein bisschen saftiger der Film. Purefoy, auch immer ein guter Schauspieler. Ne, aber kann man sich angucken, kein großer Hammer oder so, wie es denn immer dargestellt wird. War of the Arrows, auch wieder asiatischer Fantasy, na, nicht ganz Fantasy, aber Mittelalter-Actionfilm. Ist ganz nett, kann man sich anschauen. Flesh and Blood, natürlich ein großer Klassiker, ein Meisterwerk würde ich jetzt nicht sagen, aber oh no, hat schon gefallen. Zulu, ne, nicht der Film mit, war's Justin Timberlake, ich glaube, sondern mit Michael Caine, ne, über die Zulu-Kriege, auch sehr interessant. Glory, Bürgerkriegsdrama, Kriegsdrama, cooler Film, vor allem richtig geil. Da gab es bei Amazon mal einen Fehler. In der Buchung hat das Ding nur 1,89 gekostet. Ja, hier, Prisoners of War. Sehr guter Film, hat mir sehr gut gefallen. Nicht so stark wie Teguki, aber mal wieder ein klasse Kriegsdrama aus, wenn mich gerade auch nicht alles täuscht, Korea. Herz aus Stahl, ja, wird von vielen, das aufgedruckt hier nervt irgendwie. Herz aus Stahl, oft kritisiert, aber mal unabhängig von einigen Szenen, die ein bisschen sehr Action, ja, klassische Ami-Action sind, durchaus gelungen. Gleiches gilt für American Sniper. Guter Film, hat mir gefallen. Die Filme über Che Guevara hier, ja, war in Ordnung. Ein Masterpiece würde ich jetzt nicht sagen, aber ein interessantes Biopic.
Und dann hier Königreich der Himmel, der Director's Cut, Ridley Scott, ne, wieder auch historische, epische Action. Hat mir gut gefallen, muss ich sagen. So, hole ich mal die nächsten hier runter, um mich dann hier Schritt für Schritt vorzuarbeiten. Departed, Unterfeinden, auch eine ja, Mediabook-artige Angelegenheit. Premium Collection, cooler Film, wobei ich das Original immer noch ein Stück lieber mag, bin ich ganz ehrlich. Ja, Zack Snyder, Sucker Punch, optisch cool, hat ein paar coole Szenen, ist aber irgendwo doch ein bisschen am Thema vorbei, muss man hart so sagen. Fortress, die Festung. Cooler Sci-Fi-Action-Film, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mag Christopher Lambert eh. Macht Spaß. Ja, World War Z oder World War Z kann wohl mit den Comics nicht mithalten. Ist halt Hollywood-Action mit Zombies, die gar nicht so Zombie sind. Ja, hier wieder eine Box, die ich dann wieder als einzähle für die Aufzählung. Mit Der Schakal, netter Thriller mit Bruce Willis, ne, 12 Monkeys, cooler Sci-Fi-Film mit Bruce Willis und Looper. Cooler Sci-Fi-Film mit Bruce Willis. Man merkt schon, ein Bruce Willis Triple Feature. Sogar hier mit drei Filmen, die durchaus taugen. Ja, hier ein Klassiker des Thrillers von Carol Reed, Der dritte Mann mit Orson Welles. Cooles Ding, muss man nicht drüber diskutieren. Ja, Fritz Langs M, Eine Stadt sucht einen Mörder. Das Ding in der Masters of Cinema-Reihe aus England. Masters of Cinema trifft es hier wirklich. Absolut grandioser Film von Lang, denn der nicht nur spannend ist, sondern auch heute unglaublich gut noch funktioniert und ja, wirklich ein Meisterwerk des Kinos ist. 7 von David Fincher kann man in eine ähnliche Kategorie packen. Ne? Absolut Hammer, Thriller, ist klasse. So, geht's hier weiter mit Geboren am 4. Juli. Ne? Ich bin ja auch durchaus ein Oliver Stone-Fan und Geboren am 4. Juli mit Tom Cruise, ne, weiß zu überzeugen. Macht was her, gutes Drama. Ne, meiner Ansicht nach nicht ganz so stark wie Salvador. Ne, James Woods, ne, und dann natürlich auch noch Regie, Oliver Stone. Klasse, klasse Drama über ein politisch kritisches Thema. Rob Roy, ja, nicht so gut wie Braveheart oder ähnliche, aber auch ein nettes historisches ja, Schlachten-Epos-Drama-Gedöns. Ja, Exodus, Götter und Könige, ja, war in Ordnung, haut mich aber nicht um. Flowers of War mit Christian Bale, auch wieder ein Kriegsdrama, war in Ordnung, hat mich auch nicht umgehauen, aber kann man sich angucken. 13 Hours, ne, The Secret Soldiers of Benghazi, hat mich positiv überrascht für einen Michael Bay-Film, sehr intensiv und gut gemacht. Ja, der Saving Private Ryan, braucht man auch nicht viel drüber reden, Riesenklassiker. Lone Survivor kann ich mich jetzt gar nicht so stark dran erinnern, hat mir aber meines, so wenn ich mich recht erinnere, ganz gut gefallen. Auch ein Kriegs-Actioner, der durchaus ne, Bums hat. So, City of Life and Death, das Nanjing-Massaker. Etwas massentauglichere Verfilmung als der vierte Men Behind the Sun-Film. War ganz gut. The Frontline in 3D, der Krieg ist nie zu Ende. Das ist die Fortsetzung von Teguki. Ist auch sehr gut, aber nicht so gut wie Teguki Brotherhood. Meiner Ansicht nach immer noch ja, brillant, auch wenn die TV-Movie jetzt nicht die beste Quelle ist. Definitiv absolut grandioses ja, Antikriegsdrama, mit das sehr drastisch ist, klasse Schlachtenszenen hat und. Ja. 684, eine Einheit kämpft um ihr Leben, Silmido im Englischen, im Original. Auch ne, durchaus sehr interessanter Antikriegsfilm. Auch über den Drill. Hamburger Hill. Wir sind momentan beim Thema Krieg, man merkt es. Ja, ist auch ein Klassiker. Ne? Guter Film. Genauso wie Heartbreak Ridge von und mit Clint Eastwood. Ja, Darfur. Der vergessene Krieg von Uwe Boll. Ne? Steht aber nicht in der Hall of Shame, einfach weil Darfur sogar für einen Uwe Boll-Film relativ solide und ja, ich sag mal, bei der Versuch, Tiefgründigkeit zu erreichen, nicht ganz so scheitert. Ja, 71 Into the Fire, auch wieder koreanischer Kriegsfilm. War das ein koreanischer? Muss ich gerade nochmal gucken. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war ein koreanischer Film. Der war aber auch nicht schlecht. Nicht so stark wie die anderen drei, die ich eben hatte. Oder anderen vier. Ja, Zero Dark Thirty sagt alles. Ne?
Jagd nach Osama Bin Laden. Sehr spannend. Ja, The Pacific, coole Reihe. Ne, meiner Ansicht nach sogar ja, auf einem Level mit der anderen, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, so peinlich das ist. Ninja, ja. Von Kriegsaction zu B-Action. War unterhaltsam. Genauso wie Ninja, Fahrt der Rache. Unterhaltsame B-Action, ne? Durchaus mit ein bisschen Härtespitzen. So, die nächsten kommen runter. Man sagt, sieht schon, sehr saftige Angelegenheit hier, beziehungsweise sehr viel immer wieder. Butterfly-Effekt, auch in dieser ja, Mediabook-Angelegenheit. Oft von vielen kritisiert. Ich fand ihn ganz urig, trotz der Logiklücken, die er hat, ist sehr unterhaltsam. Stage Fright, ein Slasher-Musical. Auf jeden Fall mal was Spezielles. Rock of Ages, ich fand ihn großartig. Ne? 80er-Jahre-Musik, zwar ein bisschen poppig aufgebaut, aber sehr unterhaltsam. Coole Musik, macht Spaß. Le Miserable, auch wenn Russell Crowe's Gesang speziell ist. Coole Verfilmung, ganz, ganz nice Angelegenheit. Ja, Kong Skull Island hat mich auch positiv überrascht. Stumpf, ja, aber spaßig. Dragon Wars, D-Wars, ne, auch so Kaiju-mäßig. Gar nicht so bekannt der Film, glaube ich, aber durchaus unterhaltsam gemacht mit Drachen und ähnlichem Kaiju-Action halt. Genau wie Godzilla. Brauchen wir nichts zu sagen zu der, zum Reboot oder Remake aus Amerika. Das hier macht's besser. Und ja, ist wirklich meiner Ansicht nach gut gelungen. Ja, Gamer. Action mit einem ja, Charakter von den Machern von, also von den Machern von Crank und mit einem Charakter in einem Videospiel, der dann von einem Jungen gesteuert wird. Ist auch nette, ja, nennen wir es B-Action. Ja, Universal Soldier Day of Reckoning. Der dritte war es, nee, das war der vierte war es. Kann man machen, war ganz in Ordnung. Wesentlich besser als der zweite. Der dritte, Regeneration, macht auch Spaß, ist ganz cool. Ich weiß nicht, war das der dritte oder der vierte? Ich komme damit immer durcheinander. Egal, der dritte und vierte auf jeden Fall. Nicht so gut wie der erste, aber wesentlich, wesentlich sinnvoller als, ja, das, was denn dann dazwischen kam. Gut, machen wir hier mal weiter mit Red Cliff. John Woo, ne, Masterpiece, ja, ist die Special Edition. Sind zwar ein, zwei Kleinigkeiten mit den Pferdestürzen gekürzt, aber es ist wenigstens nicht der deutsche Zusammenschnitt mit etwas über 2 Stunden, sondern die volle Variante mit über 4 Stunden. Wer sich für die Zeit der 3 Reiche oder 3 Königreiche in China interessiert, definitiv guter Film. Ja, Genghis Khan, der blaue Wolf, ist auch so ein mittelalterliches Schlachtenepos, aber ja, war in Ordnung, aber nichts Weltbewegendes. Ja, Expendables braucht man nicht vorstellen, genau wie Expendables 2. Und wenn sie mich lassen, auch die dritten, der dritte Expendables. Die ersten beiden unheimlich coole Throwback-Action-Filme, der dritte, naja. So, dann hier, Election, Johnny Toes, preisgekrönte Meisterwerke, ja, die ersten beiden. Coole asiatische Gangsterfilme. Ne? Ich würde nicht Meisterwerke sagen, aber schon ganz gut. So, A Company Man. Auch wieder asiatische Action. Ich fand ihn klasse. Ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber durchaus mit einigen Härten. Hat ja auch hier eine JK. Einige Härten und definitiv gut inszenierter Film. Oh. Ja, The Man from Nowhere hat mir auch Spaß gemacht. Auch halt asiatische Actionfilm. Ne, womit wir hier, da hat er sich schon angeboten, The Raid. Ja, absolut grandioser Actionfilm. Gilt auch für den zweiten. Absolut grandioser Actionfilm. Diesmal mit ein bisschen mehr Backstory. Absolut genial. So, nicht ganz so genial, aber auch ziemlich, ziemlich gut. Meran Tau, ne, der Vorgänger von dem The Raid-Film, wo es das erste Mal um das Silat ging. Pankaj Silat oder wie es auch mal ausgesprochen wird. Auch ein cooler Film. Ne, hat mich positiv überrascht. So, Cold War. Auch lange her, als ich den gesehen habe. Aber ne, durchaus auch guter Action-Thriller. So. A New World. Der Pate trifft I Saw the Devil. Kann ich so nicht ganz beurteilen oder behaupten. War
netter Film, aber kein absoluter Knaller. Ne? Aber das hat man ja meistens, wenn es um solche Parade trifft. I saw the devil. Ne? Ja, und dann hier Delta Force. Chuck Norris Klassiker. Stumpf as fuck, aber reaktionär, ja. Aber macht durchaus was her. So, diesmal habe ich schon vorgesorgt und das mal runtergeholt. Wir haben hier Tucker und Dale vs. Evil. Sehr spaßiges Ding, wirklich sehr spaßiges Ding. Mal komplett die Prämissen umdrehen kann man machen. Magic to Win, ja, asiatischer Fantasy-Action-Film. War in Ordnung, kann man sich geben, ist aber nichts, was man gesehen haben muss. Gilt ähnlich auch für City Under Siege. Unterhaltsam, ja, aber kein Knaller. So, Abraham Lincoln, Vampirjäger, ja, man sollte von so einem trashigen Titel erwarten, dass er wesentlich mehr bietet, als das letztendlich tut. Ist solide, aber hat mehr Potenzial gehabt. So, Chillerama, absolut geile Horror-Anthology, sehr trashig, macht einfach Spaß, vor allem das letzte Segment. Ja, Zombieland, absoluter Hammer, muss man nicht sagen. Tolle Zombie, ja, Apokalypsen-Komödie. Das ist das Ende. Geht in eine ähnliche Richtung, Apokalypse, es ist halt das Ende und es ist durchaus sehr, sehr lustig. Ja, One of the Dead, ein Slacker-Zombie-Film, ist gar nicht so lustig, wie man es sich erhoffen mag, aber kann man sich durchaus geben. Ja, das Karate Kid Remake, naja, es ist gar nicht mal so schlecht, aber für Fans von Karate Kid natürlich eine Beleidigung. Und Kung Fu Hustle durch, aber macht Spaß. Ja, Fanboys, eine Nerd-Komödie, ist ganz urig, kann man sich geben. Lego-Movie, der macht natürlich richtig viel Spaß. Ja, ähnlich wie Ted, wobei ich als Riesen-Family-Guy-Fan mir, da fällt er runter, als Riesen-Family-Guy-Fan mir ein bisschen mehr erhofft hatte, aber naja. Und dann der kleine Horrorladen, auch wieder so ein Klassiker, ein Remake von einem, wenn mich nicht alles täuscht, Roger Corman-Film. Na, als Musical aufgezogen, macht definitiv Spaß. Und dann geht's hier weiter mit McQuaid der Wolf. Ne? David Carradine gegen Chuck Norris sagt alles. Chuck Norris-Klassiker, macht Spaß. Ebenso wie Missing in Action. Keine anspruchsvollen Filme, aber schon Klassiker. Ja, Sabotage mit Schwarzenegger, eins seiner großen Comeback-Filmchen. Kann man, muss man aber nicht. War in Ordnung, aber nicht mehr. Genauso wie El Gringo. Ne? Hat ein paar unterhaltsame Szenen, ist aber unterm Strich auch ja, kein großes Kleinod des Action-Films. Dann sind wir auch bei The Last Stand, wieder mit Schwarzenegger, ein Comeback-Film. Geht in eine ähnliche Richtung. Kann man sich angucken, haut aber keinen wirklich vom Sockel. Ja, Red Scorpion, ein Klassiker mit Dolph Lundgren. Schöne, harte 80er-Action, wie man sie mag. Und wer sie mag, der wird auch Spaß haben. Hier sogar im Steelbook. Ja, ist ganz cool. So, dann die beiden Smoking Aces-Filme. Der erste, schon ein bisschen kultig. Oft kritisiert, aber naja, der zweite... Muss man nicht viel drüber sagen. So, Machete. Ja, kultig und beknackt. Macht Spaß. Jetzt haben wir hier gleich doppelt. I Saw the Devil. Ne, einmal die holländische DVD, Blu-ray und dann die britische. Das eine sind die beiden unterschiedlichen Schnittfassungen. Beide uncut, aber beide andere Schnittfassungen. Absolut genialer Thriller. So, The World of Kanako, auch ein asiatischer Thriller, sehr speziell, macht aber durchaus was her. So, bei weg von den asiatischen Thrillern, Captain Phillips von Tom Hanks, ne, war gut, ne, nichts Weltbewegendes, aber nett. Ebenso American Hustle, der hat Spaß gemacht, ist aber auch kein Meilenstein des Kinos. So, No Country for Old Men, da sind wir eher im Meilensteinbereich. Grandioser Thriller, wirklich coole Angelegenheit. Und ja, Savages, sind wir wieder bei Oliver Stone. War enttäuscht, ne? Hat Stone schon wesentlich interessantere Sachen gemacht. So, kommen wir hier langsam zu Ende. Die da oben, den Kram von dem Regal, den mache ich im nächsten Video. Ja, was haben wir hier? Super Shut Up Crime. Sehr interessanter, ja, Superheldenfilm, der auch mit Klischees ein bisschen spielt und aufräumt. Poolboy. Ja, der Film ist so trashig, trashiger geht's gar nicht. Ne?
wenn man den guckt, ohne seinen Arzt vorher zu konsultieren, kriegt man Kopfschmerzen. Happy Metal, das war ein interessanter, unterhaltsamer Film. Ne? Komödie mit Musik, ein bisschen, ja, Black Metaler treffen, französische Ortschaft, Dorfgemeinschaft. Ja, Sex and Zen, Extreme Ecstasy. Enorm trashig. Ich sag nur, da wird jemand meinen Pferdepenis, naja, angenäht. Ja, Dead in Tombstone, Danny Trejo, B-Horror-Action, ist gut hier, war aber nichts Weltbewegendes. Genauso wie Alien vs. Ninja, hat seine trashigen guten Momente, macht durchaus was her, aber ist halt auch nichts, was man gesehen haben muss. Black Dynamite, auch sehr kultig. Ne? Blaxploitation, mal modern, kann man sich geben. Genauso wie Iron Sky, der ist natürlich absolut ja, Hochglanz-Trash, der einfach nur Spaß macht, im Gegensatz zum zweiten. Ja, The World's End, ne, macht Spaß. Nicht so gut wie Shaun of the Dead und Hot Fuzz, aber macht Spaß. So, genauso wie die Hot Shots-Filme mit zwei der coolsten Spoofs, die es gibt. Ja, Dark Shadows, von vielen auch kritisiert. Ich kenne die Originalserie nicht, aber der hier, der Film mit Depp, hat mir durchaus gefallen. Ne, ist natürlich nichts gegen die richtige Familie, die Addams-Familie. Auch ein Klassiker. So, und jetzt hier waren wir bei Miller's Crossing stehen geblieben. Auch ein Film der Coen-Brüder, ne, auch so Thriller mit Gangstern und so. Cooles Teil, nicht ihr bester, aber cooles Teil. Red State, da ist Kevin Smith so ein bisschen auf seiner Anti-Tour gewesen mit den Filmen, die dann eher schockierend sind und nicht so die klassischen Komödien. Ist auch ein Steelbook, sieht auch ganz cool aus, der Film. Ja, wer die Westboro Baptist Church schon immer mal live erleben wollte und auch wenn sie hier anders heißen, ist halt ein Sekten-Thriller. Natural Born Killers, Klassiker von Oliver Stone, großartiger Film. Ne? Im Auftrag des Teufels mit Keanu Reeves und Al Pacino. Mir hat er sehr gut gefallen. Ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache, aber ein cooles, ja, mit leicht Mystery drinne, Drama im Dings vor Gericht, Gerichtsdrama, ne? Mit Horror-Einflüssen, gefällt mir. Inception, ja, bahnbrechendes Kino, sagt es eigentlich schon. Cooler, cooler Film von Christopher Nolan. Jetzt kommen wir hier wieder zum Großmeister. Martin Scorsese, Shutter Island mit DiCaprio. Geiler Film. Absolut geiler Thriller. Ja, dann sind wir hier bei Denis Villeneuve, wieder mit Sicario. Guter Film. Ne? Schöner Spannungsaufbau mit drin. Auch besser als der zweite. Gut gemacht. Killing Season mit De Niro und Travolta. Hat mich positiv überrascht. War unterhaltsam. Ja, hier The Counselor von Ridley Scott. Ja, großer Name, solider Thriller bestenfalls. Ja, Safe House, auch im Steelbook, kann ich mich auch nicht mehr so großartig dran erinnern, war aber, glaube ich, ganz solide, wenn ich mich recht entsinne. So, kommen langsam zu Ende mit Stereo. Deutscher Thriller, einer der wenigen deutschen Filme, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Hab den damals im Kino gesehen, in der Sneak Preview, musste ich haben, ist wirklich einer der coolsten deutschen Thriller, die es gibt. So, und wenn ich den jetzt da reinkriege, geht's weiter mit, ich hole die drei jetzt hier mal raus. Badabum. The Town, ne, Ben Afflecks Regiedebüt, wenn mich gar nicht alles täuscht. Cooler Thriller, ne, im Extended Cut vor allen Dingen. Argo, ne, wurde er ja für einen Oscar auch mit prämiert. Auch cooler Film, definitiv spannender Thriller, egal was man jetzt über Authentizität und sonst was sagen mag. Ja, und 22 Bullets mit Jean Reno. Ja, der war in Ordnung, aber auch nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich habe in dem Regal jetzt erstmal Schluss gemacht. Video dauert schon lang genug. Ich hoffe, da war wieder ein interessanter Einblick in meine Sammlung. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked, teilt, das nächste Mal wieder dabei seid und vielleicht auch meinen Kanal abonniert. Also, weiterhin viel Spaß, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.